Von wegen Weihnachtsfeiern mit den Kollegen. Die Restaurants bleiben zu in der Adventszeit. Und auch beim Einkaufen gibt es Beschränkungen. Große Menschenansammlungen in Geschäften sollen vermieden werden. Im Privaten sollen sich nur 5 Personen aus 2 Haushalten treffen dürfen. Zwischen Weihnachten und Neujahr dann wieder 10 Personen. So haben es die Regierungschefs von Bund und Ländern beschlossen. Wir brauchen noch einmal eine Kraftanstrengung. Geduld, Solidarität, Disziplin werden noch einmal auf eine harte Probe gestellt. Die Schulen sollen offen bleiben. Wenn die Infektionszahlen steigen, soll ein Wechsel von Präsenz- und digitalem Unterricht möglich werden, ab Klasse 8. Wir wollen die Arbeitgeber bitten, alle Möglichkeiten für Homeoffice zu nutzen, insbesondere auch zu ermöglichen, zwischen den Feiertagen gegebenenfalls Betriebsferien zu machen oder Menschen zu Hause arbeiten zu lassen. Wir haben allerdings auch, und das ist eine neue Qualität, in beide Richtungen formuliert, wie Länder agieren können, wenn sich die Infektionsdynamik in die eine oder andere Richtung bewegt. Länder, die sehr gute, sehr niedrige Zahlen haben, haben jetzt auch die Möglichkeit, schon agieren zu können, auch im Sinne von Erleichterung. Unklar ist, welche Reisen in Skigebiete möglich sein sollen. Der Bund will sich hier erst noch absprechen mit Nachbarländern. Und zugeschaltet ist mir jetzt der Ministerpräsident Niedersachsen, Stefan Weil. Guten Abend, Herr Weil. Hallo, Frau Miosga. Da wurde nun extra vorher ein gemeinsames Papier aller Länder erarbeitet, damit sie sich schnell und klar einigen können. Warum haben Sie jetzt doch wieder bis tief in den Abend hinein gestritten? Na, gestritten kann man nicht sagen, aber kräftig miteinander diskutiert. Und es geht auch wirklich um schwierige und wichtige Fragen. Das halte ich eher für völlig normal, dass wir dann auch wirklich jeden einzelnen Satz durchgehen. Das, was wir heute entschieden haben, das betrifft den Alltag von Millionen Menschen. Und dafür muss man sich auch die Zeit nehmen. Kommen wir zum Alltag der Schüler, denn da gab es unterschiedliche Meinungen bei der Schule. Die Kanzlerin wollte, so wie es auch das Robert-Koch-Institut empfiehlt, eine Teilung der Klassen schon bei einer Inzidenz von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. Die wurde jetzt raufgesetzt auf 200. Sind Sie da jetzt zu fahrlässig? Nein, wir haben gerade an dem Punkt sehr ausführlich diskutiert und vor allen Dingen auch mit ganz vielen Erfahrungsberichten. Wir alle haben ja Erfahrungen aus den Schulen in unseren Ländern und können sagen, dass das eindeutig zu weit greifen würde. Umgekehrt muss man natürlich sehen, je höher das Infektionsgeschehen ist, desto intensiver muss natürlich auch Infektionsschutz an den Schulen betrieben werden. Und das wird gerade auch der Fall sein. Also in Niedersachsen machen wir da heute schon sehr viel. Aber wir werden auch da sicherlich noch die eine oder andere zusätzliche Maßnahme treffen, vor allen Dingen in den Gebieten, die besonders hohe Inzidenzwerte haben. Welche? Das sind dann Werte von 200, aber bei uns ist in Niedersachsen so, da kann ich nicht für die anderen Länder sprechen, dass schon bei 100, wenn ein Fall an der Schule auftritt, insgesamt man in den geteilten Unterricht geht, also dieses Schichtmodell, das wir ja noch aus dem Ende des letzten Schuljahres kennen. Mhm, aber nochmal grundsätzlich, dieser neue Wert 200, ist der das richtige Signal zu einem Zeitpunkt, an dem das Robert-Koch-Institut 410 Todesfälle meldet, so wie viele wie noch nie? Der entscheidende Wert ist und bleibt die Zahl 50. Daran hat sich überhaupt nichts geändert. Und wir haben alle miteinander sehr, sehr ernst davor, diesen Wert auch so schnell wie möglich zu erreichen. Wir können uns ja nicht damit zufrieden geben mit den Werten, die wir jetzt haben. Es gibt allerdings einzelne Brennpunkte. Das sehen wir ja auf der Landkarte sehr deutlich. Und da muss man auch noch einmal zusätzliche Maßnahmen ergreifen. Denn wenn man erstmal ein bestimmtes Niveau erreicht hat, dann ist die Gefahr wirklich groß, dass einem die Infektionen auch davonlaufen können. Mhm. Kommen wir zum Einzelhandel. Da darf jetzt in größeren Geschäften nur noch eine Person pro 20 Quadratmeter den Laden betreten und in kleineren eine Person pro 10 Quadratmeter. Mal abgesehen davon, dass solche Regelungen schon von Gerichten einkassiert wurden und viele dieser Geschäfte ohnehin ein sehr strenges Schutzkonzept haben. Wieso vermasseln Sie denen das Weihnachtsgeschäft? Weil wir zum Beispiel schon jetzt am letzten Wochenende, glaube ich, überall in Deutschland sehen konnten, dass es doch ein großes Gedrängel gegeben hat in den Geschäften. Und das ist nicht gut, wenn man an den Infektionsschutz denkt. Wir wollen natürlich nicht dazu beitragen, dass die kleinen Geschäfte gewissermaßen die Türen schließen müssen. Und deswegen soll für sie auch ein leichterer Maßstab gelten. Aber bei den größeren Geschäften mit einer größeren Verkaufsfläche, da muss es eben auch möglich sein, stärker noch den Besucherstrom zu kanalisieren. Wir müssen wirklich da, wo es geht, auch schauen, dass wir den Infektionen vorbeugen können. Der Einzelhandel klagt jetzt schon über
möglicherweise sehr viel verlorene Umsätze in diesem wichtigen Zeitraum. Und das Kanzleramt hat gefordert, dass die Länder sich deswegen auch finanziell beteiligen sollen, etwa beim Ersatz der verlorenen Umsätze. Werden Sie das tun? Nun, das kann ich eigentlich nicht bestätigen aus der Beschlussfassung, die wir heute miteinander getroffen haben, geht das nicht da hervor. Aber alle Länder, auch unsere, aus meines, haben natürlich Programme, mit denen wir gerade versuchen, auch den Handel wieder auf Vordermann zu bringen. Und übrigens, das können wir als Verbraucherinnen und Verbraucher natürlich auch alle tun. Und sei es zum Beispiel, dass ich beim stationären Facheinzelhändler meines Vertrauens in dessen Online-Angebot etwas bestelle. Jetzt weichen Sie aber aus, weil es gab schon diese Forderung. Zum Beispiel Ralf Brinkhaus, der Unionsfraktionsvorsitzende, hat gesagt, die Länder sollten sich deutlich an den Finanzierungen dieser verlorenen Umsätze beteiligen. Tun Sie das als Länder? Haben Sie da heute gar nicht drüber gesprochen? Nee, tatsächlich nicht. Sie werden das auch in dem Beschluss nicht finden, den wir miteinander getroffen haben. Und im Übrigen können auch alle Bundespolitikerinnen und Bundespolitiker davon ausgehen, dass alle Länder wirklich auch an die Grenze ihrer finanziellen Möglichkeiten jetzt schon gehen. Da könnte ich Ihnen allein aus der eigenen Praxis eine lange Geschichte dazu erzählen. Dann frage ich noch mal, wie es jetzt weitergeht. Kollege Söder möchte die Skigebiete in Bayern bis in den Januar hinein schließen. Was ist denn eigentlich mit Ihnen? Niedersachsen hat immerhin auch ein paar Skigebiete. Machen Sie den Harz zu zwischen Weihnachten und Neujahr oder sogar darüber hinaus? Also was mindestens zu ist, das sind die ganzen Hotels, die ganzen Gaststätten. Daran wird sich nichts ändern. Und wenn wir darüber hinaus noch Maßnahmen ergreifen müssen, dann wird das auch geschehen. Wir meinen das überall in ganz Deutschland, in allen 16 Ländern sehr, sehr ernst, wenn wir sagen, wir gehen jetzt über dünnes Eis, wir müssen sehr vorsichtig sein, wie die Bundeskanzlerin eben gesagt hat. Wir müssen uns noch mehr anstrengen, das ist absolut richtig. Und da fallen einem die Einschränkungen beim Skisport vielleicht noch am relativ leichtesten. Also sind die Skigebiete jetzt zu zwischen Weihnachten und Neujahr oder noch nicht? Also wir haben es für den Harz noch nicht abschließend entschieden. Aber Sie können davon ausgehen, dass wir da jedenfalls in Niedersachsen keine zusätzlichen Risiken aufkommen lassen werden. Und wann werden Sie sich alle zusammen wieder treffen, um zu kontrollieren, ob diese nun beschlossenen Maßnahmen die Infektionen auch runterdrücken? Nun, wir müssen ja sowieso zwischenzeitlich dann immer noch unsere Verordnung verlängern. Das ist natürlich der richtige Zeitpunkt, auch zu überprüfen, wo stehen wir. Wir haben jetzt nicht abschließend entschieden, ob wir uns noch einmal in diesem Jahr treffen werden oder nicht. Das müssen wir sehen. Im Moment konzentrieren wir uns jetzt wirklich darauf, alles das, was heute beschlossen wurde, so konsequent durchzusetzen, dass wir auch wirklich endlich wieder ein bisschen mehr Entspannung kriegen. Danke für das Gespräch und Ihre Zeit, Stefan Weil. Gerne. Tschüss.